Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV 15:30, 26.06. Wir zeichnen gerade die US-Eröffnung und es darf gespannt beobachtet werden, was hier noch passiert. Letztlich haben wir just schon starke kurzfristige Reaktionen gesehen an den Märkten und hierbei insbesondere beim Euro gegenüber dem US-Dollar, den wir uns jetzt nochmal ein Stück weit im Detail anschauen wollen. Zunächst hier mal die Geschichte auf Tagesbasis, wie im Stream auch unlängst dargestellt. Euro-US-Dollar hat hier im Bereich 1,1150 Roundabout hier in dieser gelben Linienführung eine gute Chance wieder nach oben aufzudrehen und hier nochmals den Bereich um 1,1450 zu attackieren. Das ist hier diese blau gestrichelte Linie. Dieses Szenario ist grundsätzlich noch aktiv. Die Gretchenfrage, die sich hier jedoch stellt, ist eben der Punkt, was heute noch passiert, beziehungsweise was insbesondere am Wochenende passiert. Und das kann natürlich für ganz, ganz starke Reaktionen sorgen. Wir haben heute am Freitag den schwächsten Handelstag der Woche. Wir sehen aktuell hier eine Tendenz mit 40% negativer Schlusspreise, beziehungsweise 40% positiver Schlusspreise. Die Tendenz zum negativen Close ist relativ hoch. Aktuell Euro ist oder auch leicht im Minus und jetzt eben hier die Gefahr, wenn wir unter 1,50 zurückfallen, dass es dann hier zum Test dieser Aufwärtstrendlinie seit April kommen kann. Das wäre hier der Bereich rund um 1,11, um dann nachfolgend unter Umständen hier nochmal ein Pullback in Richtung 1,1035 zu starten. Das sozusagen mal hier die Tendenzpfeile. Also wenn wir uns oberhalb von 1,1150 behaupten können und somit ins Wochenende gehen, dann stehen für die kommende Woche die Chancen rein technisch gesehen, ohne irgendwelche News, die hier erratische Ausschläge initiieren könnten, stehen die Aussichten ganz gut, dass wir dann hier noch einen Erholungsimpuls sehen können. Andererseits, und die Gefahr ist gegeben, dass wir hier durchaus weiter zurücksetzen, wäre eben hier unterhalb von 1,11 die Gefahr in Richtung 1,1035 und dann auch gegebenenfalls noch tiefer gegeben. Das muss man definitiv berücksichtigen. Wir schauen jetzt mal hier auf den 15-Minuten-Intraday-Chart. Und da sehen wir, dass wir jüngst einen kleinen Abverkauf gesehen haben in Richtung Vortagestief. Der Markt aber hier wieder relativ schnell nach oben gelaufen ist. Und hier sehen wir auch die Unterkante der Asia-Range. Und da verweilen wir jetzt ein Stück drunter. Wir sehen aktuell 66 Pips ist das Währungspaar gelaufen. Im Schnitt haben wir hier 110 zu erwarten. Das heißt, heute müsste hier noch was kommen, wenn wir nicht einen lethargischen Tag feiern. Und einen solchen Tag sahen wir zum Beispiel gestern auch. Da gab es nur 74 Pips Range, also praktisch nur knapp 10 mehr als jetzt. Solche Tage kommen vor, aber es kann natürlich auch hier nochmal zu einem mächtigen Impuls kommen, der, wenn er unter das Vortagestief zurückführt, hier dann unter Umständen das Level von 1,1153 als solches zur Unterschreitung praktisch ruft und dann hätten wir hier den Bruch der Marke von 1,11, was dann wiederum dafür spricht, dass wir 1,1150, was dann wiederum dafür spricht, dass wir hier die Tagesrange ausschöpfen und in Richtung 1,1110, 1,1115 eben zurücklaufen. Wenn neues Tagestief kommt, dann ist die Chance im Sinne der negativen Statistik auf jeden Fall gegeben. Aktuell prallt aber Euro-US-Dollar nach oben ab und hier sind in jedem Falle die Chancen gegeben, dass das Währungspaar im Zuge eines weiteren Aufwärtsmomentums jetzt nach oben strebt. Wir schauen uns mal hier den Stundenchart jetzt zum Euro-US-Dollar an. Eben die 15 Minuten im MetaTrader. Hier der Stundenchart, sehen wir ja auch eine Art Hammerkerze vom aktuellen Tief. Sehr schön zu sehen, dass der Markt hier dieses Low knapp gekauft hat. So, wir gehen mal auf 57 hoch. Dieses Level war gestern Schrägstrich unter Umständen heute, wenn es dabei bleibt, und eben auch am Vortag oder hier speziell am 23. vom höchsten Interesse der Marktteilnehmer. Und hier haben wir so eine Art kleine Stabilisierungsmöglichkeit. Also die ist allerdings nur gegeben, wenn Euro-US-Dollar jetzt in der Tat nicht nochmal absackt. Die Gefahren sind gegeben im Sinne des schwachen Tages, aber wenn wir hier eben nach oben nochmal rauslaufen können und unter Umständen ein neues Tageshoch initiieren, und das würde dann auch der Fall sein, wenn wir ein neues Hoch im Sinne des Überwinden des Vortageshochs machen, dann hat der Euro-US-Dollar sicherlich gute Chancen, hier in Richtung 1,1260, 1,1270 zu steigen, hier in diese Zone. Obgleich, wie gesagt, hier die Risiken auf der Südseite, gerade vor dem Hintergrund der negativen Wochentagsstatistik und der negativen Tendenzen hier nicht ja, und ACTA zu legen sind. Ich halte es doch für wahrscheinlich, dass der Markt hier einen kleinen Spike nach unten macht, bevor er dann ins Wochenende geht, Schrägstrich hier sich sozusagen verabschiedet. Also das Risiko, dass wir hier das Vortagestief noch unterschreiten, ist gegeben. Und wenn das passiert, dann sind schnell 40, 50 weitere Pips nach unten drin. Und das ist mal die technische Einschätzung zum Euro-US-Dollar in der augenblicklichen Situation. Wie gesagt, die hektischen Moves können immer wieder auftauchen. Wir sehen auch hier jetzt gerade die Stundenkerze. Wir haben jetzt noch gute 25 Minuten, bis die denn da geschlossen wird. Aktuell hat die hier so eine Erscheinung einer Hammerformation.
Wenn das hält, sind Erholungschancen gegeben, gar keine Frage. Aber wenn die hier wieder abverkauft werden sollte, dann muss man sich relativ schnell auf weitere Rückschläge vorbereiten. Das an dieser Stelle zum Euro-US-Dollar, der hier definitiv interessant daherkommt, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir uns diesen Tageschart anschauen, da ist es doch schon immens wichtig, die Marke von 1,50 im Auge zu halten. Drunter, wie gesagt, kann es dann stufenweise recht schnell gehen. Das gilt es zu beachten hier im übergeordneten Monatsbild. Nochmal die Situation, dass auch hier Rücksetzer bis 1,11, 1,10 durchaus legitim wären, 1,1035, wenn es denn dazu kommt. Allerdings müsste dann Euro-US-Dollar auch baldigst wieder aufdrehen, um hier das Setup zu erfüllen im Sinne eines Touch des Level 1,1877, was hier immer noch mit vorsichtiger Stimme präferiert wird. Gut, liebe Zuschauer, dann wäre es das im Prinzip schon zur Beschau des Euro-US-Dollar gewesen. Wie gesagt, spannend. Wir haben noch einige Pips jetzt vor uns. Wird sich eben jetzt hier entscheiden, wie die Hammerkerze jetzt hier letztlich noch ausgeht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen restlichen erfolgreichen Handelstag und vorab ein schönes sonniges Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. In diesem Zusammenhang auf bald. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.